Hallo Leute, ich würde euch gerne in diesem Video eine kurze Erklärung zum Ein- und Ausbau vom Anlasser in einem Mercedes W203 CDI 200 erklären oder zeigen. Also ich habe viel im Forum nachgelesen, die meisten haben geschrieben, man sollte das Getriebe lösen, die Getriebehalterung, um das Getriebe halt runter zu bekommen. Dies haben wir mit meinem Bruder nicht gemacht. Wir haben uns einfach eine lange Verlängerung besorgt. In dem Fall ist die Verlängerung ca. 80 cm lang und die haben wir halt benötigt für die hintere Schraube vom Anlasser. Als Aufsatz haben wir einen E16er Aufsatz benutzt. Sekunde. So, dreh das mal bitte. Genau, ein E16er. Jo, und damit sollten die Schrauben gelöst bekommen. Jo, wir haben jetzt eine Luftratsche genommen, aber da wird auch eine ganz normale Ratsche gehen. So, das ist der Anlasser. Der ist in Mercedes, ist der in der Position verbaut. Die Schraube, die sitzt ungefähr hier. Die ist relativ simpel auszubauen. Dazu haben wir eigentlich nur das eine Gelenk verwendet und haben die halt so rausbekommen nachher. So rausgeschraubt. Hier ist eine Halterung. Damit würde ich auch anfangen. Also erst die erste untere Schraube lösen. Dann sitzt hier eine Halterung, die löst ihr dann. Anschließend, bevor ihr die zweite Schraube löst, würde ich alle Elektroanschlüsse abmachen, weil der Anlasser sitzt dann noch fest drin und dann ist es halt einfacher, die Elektroanschlüsse zu lösen. So, einmal müsst ihr den Dauerplus lösen und den Plus, der von der Zündung kommt. Masse bekommt er durchs Gehäuse. So, nachdem ihr das gemacht habt, dann löst ihr die zweite Schraube. Die sitzt dann weiter oben in der Position. Dafür haben wir dann, Sekunde, die gesamte Verlängerung genommen. So, und dann sind wir komplett durchs Getriebe, also hinterm Getriebe, ohne es zu lösen, sind wir dann so nur mit einem Gelenk dran gekommen und haben das dann so gelöst. So, hier ist gerade der Stoßdämpfer und hier ist der Anlasser. Das ist direkt dahinter, so. Das war die Halterung, von der ich eben besprochen hatte. Das ist die erste Schraube, ne? Die müsst ihr quasi lösen, dann kriegt ihr die Halterung abgebaut. Ja. Dann würde ich oben, wie beschrieben, die Kabel da oben alle lösen. Das ist einmal ein 10er los, braucht ihr dafür, und einmal ein 13er. So, nachdem ihr das gemacht habt, geht ihr halt an die hintere Schraube dran, die ein bisschen tricky ist auszubauen, aber es geht. Dafür haben wir euch jetzt die lange Verlängerung schon reingelegt, also bis hierhin sollte die Verlängerung gehen, und da haben wir nachher die Knarre draufgesetzt und haben dann so es geschafft, die letzte Schraube da oben sitzt sie zu lösen. Was ihr noch mal sicher gehen solltet, ist, ob die Sicherung 52, die sitzt hier ganz rechts, ganz ist. Checkt das ab, bevor ihr den Anlasser wechselt. Also ich kann euch nur Mut zusprechen, den Anlasser selbst zu wechseln. Also es ist möglich, ihr müsst nicht in eine Werkstatt fahren dafür. Zwar ist es bei einem Audi deutlich einfacher als hier bei dem Mercedes, aber es ist trotzdem machbar, ohne die Getriebehalterung zu lösen. Und ja, wenn ihr die genügend Verlängerungen habt und ein Gelenk und eine E16er Nuss, dann sollte das kein Problem sein.